Howdy, liebe Cowboys, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Ja, da bin ich auch wieder zurück hier. Nach einer kleinen Pause. Guck mal, wie cool wir aussehen hier. So ein Sheriff-Stern unterwegs im Moment. Der Bart wächst reichlich. Heiliger Bimbam, ey. Der Bart sieht echt schon krass aus mittlerweile, ne? Junge, Junge, Junge. So, und wir haben ja so einiges zu tun. Ich habe hier zufälligerweise schon mal was markiert. Und zwar hier bei Lenny wollen wir mal wieder vorbeischauen. Und dem guten Lenny, dem haben wir diese geile Saloon-Party zu verdanken, die ja absolut atemberaubend war. Will nur noch mal daran erinnern. So, hier an dem Wagen machen wir gar nichts mehr, ne? Können wir den nicht mitnehmen? Irgendwas davor spannen oder so? Rossi? Ich glaube, da hat Rossi keine Lust drauf. So, okay, weiter geht die Reise. Auf zu Lenny. Nicht Lenny Kravitz, denkt man automatisch dran, aber ist nicht so. Oh. Hui. Der war doch schön, haben wir ein bisschen Reitkunst noch erlernt. Und der war auch schön, komm, war auch eine gewisse Reitkunst hatte das. Muss man schon sagen. So, also wie gesagt, Lenny ist der Typ, mit dem wir Saloon-Party gemacht hatten und da könnte auch noch eine neue Abenteuermission auf uns warten. Wir haben ja auch kürzlich in der Gegend auch noch mit Sean diesen Überfall gemacht. Vielleicht habt ihr das gerade gesehen, im Kopf oder was auch immer. Das war ja schon auch nicht ohne. Und ich muss sagen, jede Mission hier im Spiel hat irgendwie so einen geilen Hintergrund und hält noch ein paar Überraschungen parat. Ja? Und ist einfach richtig schön inszeniert. Und wie krass war das mit dem Tiger, dem Zebra und dem Löwen? Und dann auf einmal da so ein Löwe am Start. Heilige Scheiße. Wo man schon gar nicht mehr drüber nachgedacht hat. Und es ist bei vielen Missionen so, dass da irgendwer noch kommt. Manchmal vermutet man die Überraschung. Manchmal vermutet man es aber auch nicht. Und ja, wir kennen ja Red Dead Redemption, zumindest die, die den ersten Teil gezockt oder bei mir gesehen haben. Die werden ja auch stetig bekommen, dass die Spiel stellenweise wirklich gnadenlos ist. Und auch so ein paar Überraschungen behält, die man nicht ja wirklich kommen sieht. Wo man denkt so, Alter, kann doch nicht wahr sein. So war's jetzt. Und so WTF-Momente, wie man sie ja neudeutsch nennt. Ja. Chuck Aligi, Dankeschön für deinen Twitch-Sub. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Oh, Vorsicht. Willkommen in der Crew. Unsere Cowboy-Crew. In unserer Bande. Ja, hier im Chat, da ist vor allem dieser neue Emote, der ist ganz bekannt jetzt hier, wo der jubelnde Sarraza. Juhu! Der kommt auf jeden Fall ganz gut an, habe ich das dumpfe Gefühl. Das sieht aber auch lustig aus. Ey! Wo ist die Bäume? Der John hält Wache gerade. So, schön hier in der Stadt. In der Stadt, sag ich, im Lager. Ich mag's ja hier. So, ja, und hier haben wir ja die Mission für Sean schon abgeholt und jetzt gibt's ja noch mehr zu tun. Wir könnten noch mal wieder was spenden, ne? Bei dem anderen Lager waren wir irgendwie spendabler. Oh, da gibt's doch was Neues zu futtern. Huch. Good morning. Maybe they're right. I need to confess. That's a business I know nothing about, Reverend. That's between you and God. Sometimes I feel as if he cared. He would have killed me years ago. That's a feeling I can relate to. Was will die denn von uns, die Karen? What have you been up to, Arthur? You look odd. You want to talk? I don't know. I just don't feel myself. Been out a lot. Sure. Anything fun? I've been bad. I've been killing animals just for the hell of it. That's it. Well,
Also killed a bunch of innocent folk. I don't know why. What's wrong with you, Arthur? I just get so angry about everything, about how this is gonna end. Well, it'll only end well if you keep your mind, Arthur. We need you. I know. Also ein bisschen ausgeholt mal zwischendurch, ne? Gut, jetzt aber zu Lenny. Watch yourself, Dan. Ah, so ein paar Sachen hier, ne? Arthur. Best kid. You got a lot on? Ah. Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckon there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies guarding it? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. All right then, let's go rob some food. Na, das hört sich doch noch einen guten Plan an. Ich meine, dem Lenny können wir vertrauen. Der war ein guter. Zum Glück haben wir bei diesem einen Saloon-Besuch nicht den Typen da noch ertränkt. Ne? Man hat ja auch die Möglichkeit, jemanden zu ertränken. Das haben wir zum Glück nicht gemacht. Das hätte nämlich ganz schön in die Hose gehen können. Ja, immer ein kleines Pferdchen, ne? Guck mal, wie groß Rossi im Verhältnis ist. Ah, erstmal hier fast vor die Füße am Kacken. Ey. Das ist ja... Come on, it's this way. On me. Genau, am Ende landen wir doch eh wieder in der Kneipe. Das kann gut sein, man weiß es nicht. So, jetzt gehen wir ein bisschen Gummi hier. You know, I might have met these crazies before. You been drinking again? No. Well, yes, but no, that's not how I might have met them. I think some of them harangued me and Sadie. When we were coming back with supplies. Mrs. Adler? Yeah. And Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. She's terrifying. But I got a notion these fellers is one and the same. Yeah, we won't find no shortage of angry Peckerwood idiots in the state of Lemoyne. That's for sure. Is it really that different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys... got a manner about him, but I haven't necessarily noticed. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. Might call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a glance or a word. And after that, a visit in the night. Well, out west, it's... Out west is out west. And you're all who you are. Right. Decent folks. Some places down here, they judge differently. Well, now, guess it can't be so easy for you, Lenny. Sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shining, and their guns still shoot. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. Okay, then. Plus... it beats being lynched back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Das ist so ein Mini-Pferd, was der Lenny da hat im Verhältnis, ne? Das sieht echt lustig aus. Boah, guck mal, wie er der Sand drüber fegt. Das ist auch Hammer. Baut dem Ganzen wieder so schön Leben ein. Was ist Lenny? Entschuldigung. Feels like we're close. It's a run-down old plantation house, down in the bayou somewhere.
Let's take it slow. Be cautious. If, like you say, these crazies are sitting on weapons, we're gonna wanna strategize a little before getting shot at. Of course. They said find the old battlefield and keep on going. Well, we got some wrecked old Civil War weaponry. Now where are the wrecked old Civil War holdouts? See that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Okay. Boah, sieht echt krass aus, ne? Okay, then. Die Schlachtfelder des Krieges. Look at this field. Imagine getting caught up in a fight like this. Yeah, I don't care to. Sieht einfach krass hier aus, ne? Hold those reins in. Let's just take a look around the place. I hear you. It doesn't look like anyone's here. We don't know that for sure. Let's have us a nosy. Whoa! You following back there? Aber eine alte Kirche gesehen, die war ganz interessant. Keine Ahnung warum. Hear that? Someone's on the track. Look there, a wagon. Let's see where he's going. You're on me now. Right behind you. Let's keep our distance. Just two fellers out on the road. Hey, that looks like dynamite in the back there? It looks like we're on to something. Dynamite. I think I see something. End of the avenue. Between the trees. Might be it. Might be. Keep it steady. Hey, big plantation house. Must be Shady Bear. I reckon we can leave our mounts up there, off the trail. Good enough to me. Das kann eine richtig geile Mission werden. Ja, auf jeden Fall, Mann. We can get a view on them from that wall up there. Make sure you bring your sharpshooter. I'll take the other side. You get in cover there. Ist eine gute Idee. Oh, ist eh aktiviert, perfekt. Haben wir hier noch Double Action Revolver und abgesägte Flinte, das ist eine gute Kombination. See anything? Yes. Yes. They're here, all right. And they're armed. Almost a militia. They got men everywhere. Off near the porch. Wo war auch Dynamit, wo überall? Ich muss mir das unbedingt mal, das ist noch zu schwammig eingestellt, deine Logistik. Darüber? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Just draw them into one spot, then I'll start shooting. Well, that might be the dumbest idea I've ever heard. But hey, I'm always up for a performance. Ja, das kann ja interessant werden. So, what are we doing?
Ich würde sagen, wir schießen aufs Dynamit oder wir schicken Lenny los. Was sagt ihr? Lenny oder Dynamit? Lenny oder Dynamit? Ihr müsst euch schnell entscheiden. Eins, zwei oder drei. Ich glaube, viele wollen, dass ich Lenny los. Dynamit, sagt Rossi. Dynamit, sagt ihr. Die meisten sagen Dynamit. Fine by me. Soon as you shoot, I'll go. Okay, ihr wollt Dynamit sehen. Da sind auf jeden Fall einige draufgegangen, würde ich mal behaupten, ne? Zack. Und nachladen, bitte. Dann haben wir da jetzt. Ich glaube, ich sollte mal die Waffe wechseln, oder? Komm schon. Zack. Wir können von hier hinten gut uns vorarbeiten, Mann. Okay, komm, Waffe wechseln. Lancaster. Verdammt, wo kommt der denn hinterher? Vorsicht, Lenny, Alter, das werden viele. Lenny da aus der Batsche helfen. Vorne der Typ sind krank. Patsch. Nochmal erledigt. Eliminiert. Komm her, du Wurm. Mann, hey, Klassiko aus dir. Probieren sich zu verschanzen, Mann. Verdammt. Ach du Scheiße, Mann. Assa, hier vorne. Oh Gott. Pam! Nichts sage, Mr. Gatling. Ja, da guckt er, der Bärtige. Oh, alles in die Luft gejagt, ne? Okay, los geht's, komm. Nachladen kurz. Ins Ohr. Der hört jetzt besser. Oh, ja. Oh, Alter. Schön gemacht. Danke, Lenny. Der hat mir noch in letzter Sekunde meinen Hut vom Kopf gerissen. Und ich will noch nicht den aufheben. Sounds like a plan. Let's search these wagons, okay? Mann, die Jungs haben da auch was dabei. Mit Sicherheit jede Menge Krempel, Mann. You got anything? Not yet. Aber wenigstens ein bisschen. This one looks good. Search it. Und mal, können wir das nicht aufschießen hier? Oder ist er nicht? Ne, leider nicht. Ich hab's mal probiert. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Oh, den nehme ich auch noch mit. Ich brauche ja die Leute. Ich will ja wieder den Loot haben. Hallo? Jetzt. Da hing irgendwie gerade was. War sich nicht sicher. Boah, guck mal, hier alles Schönes liegt. Ja, guck mal, wir haben noch Zeit, Lenny. Guck doch mal selber hier. Du kannst da doch. Guck mal hier. Guck dich doch mal um hier in dem Laden, Mensch. Hier liegt so viel geiler Scheiß. Oh, was ist das für ein cooler Hut? Schade, dass ich ihn nicht mitnehmen kann. Finde ich jetzt aber echt schade. Oh, Hochgeschwindigkeitsmunition auch nicht verkehrt. Oh, und viele Schüsse davon immer. Gut, dass wir den Waffenhändler da umgebracht haben, der den einen im Keller eingestellt hat. Guck mal. Das sieht mir immer noch viel Dynamit aus. Mann, ich will mich hier noch weiter umschauen. Gibt's ja bestimmt noch weitere Schätze, Leute.
Wenn wir jetzt in den Wagen steigen, ist das alles vorbei. Wir können nicht mal in die Bude mehr gehen und so. Aber das ist doch ein geiles Haus. Patsch. Ach du heilige Scheiße. Waffenöl können wir nicht mehr mitnehmen, haben wir genug im Moment. Das ist krass, ey. Einmal nach oben gehen. Keine Sorge, wir kommen nachher zurück, Lenny. Aha, Premium-Zigaretten, die haben wir zu Genüge. Eine Platin-Tasche, oh mein Gott, wir haben so viel Stuff, wir können die nicht mehr mitnehmen. Verdammt. Wir müssen unbedingt was loswerden. Na, nichts Besonderes. Was geht hier noch? Wollen nicht rein? Okay, dann halt nicht. Schönes Haus. Da vorne sind noch ein paar Türen. Oh. Aber ich sag doch, wir finden hier noch ein bisschen was. Ja, aber hier nichts mehr. Okay, den Rest können wir, glaube ich, drauf scheißen. Da gehen wir mal runter. So. Und hier, ich bin ja neugierig, Leute, ne? Schön, schön, sehr schön. Cool. Was ist denn für eine coole Vogelscheuche? Aua! Was? Wie Schaden? Na komm, als Entschädigung kriegst du hier was Leckeres, ne? Erstklassiges Rindfleisch mit Oregano sogar. Und wenn das mal nicht hier... lecker, lecker, lecker. Gewürzt ist sogar auch noch richtig toll. So. So, und jetzt hier den wunderschönen Dynamit widmen. Achso, du willst es nochmal anschauen? Was will er denn jetzt von mir? Hier. Ist doch klar, was das ist. Waffen, oh noch, wow. Wir können sell those, right? We sure can. We'll check the rest later. Now, come on. Let's go. Hab ich doch gesagt. Let's go. Get this back to camp. Yep. Na dann mal los hier, Cowboys und Cowgirls da im Chat. Boah, ich würde sagen, wir könnten hier noch dieses ganze Leichenfeld durchsuchen, aber macht doch keinen Sinn. Go, go, let's haul! Na komm, hier, 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 nee, komm, ich fahr weiter. So, Rossi, komm mit. Come on. Rossi! Jetzt aber, genau. Yippee-yay! Riders, coming our way. Keep it together here. Hey! What's a black feller doing coming out of Shady Bell? In one of our wagons? We was doing some business with your brothers back there. You don't look like any kind of folk we deal with. Our business was conducted to the satisfaction of all parties. Until now, that is. Nope. No. Something don't feel right about this. Not him and not you neither, Yankee. Get these lying bastards! Ah! Uncle, let's go! Oh, der ist schon down. Okay, wissen wir Bescheid. Ciao. Leonard, Leonard, Leonard. I'm looking, all right? I can't see anyone chasing us. I should think we're out of the woods then, so to speak. Boy, oh boy. You did good. We did it. Well, let's get to camp before saying anything like that. I know Sean's been bringing in quite a lot lately, and I wanted to... It's good to have something to show like this. Sean's a loudmouth bragger. Don't worry about what Sean does. Hey, I like him, you know?
Well, so do I. That's my better judgment. Just, you worry about you. He wasn't on Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But... But enough. Me and Dutch, and everyone who counts, we know what you do for this gang. We notice. Keep it up. You're gonna start seeing things change for you. Okay, then. Okay. Thank you, Arthur. Camps in these trees up here. Let's get there. Arthur, Lenny, coming back. These are fine rifles. Right? I'm gonna keep one, just for me. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Hey, you too. Anytime, Arthur. Ist eine neue Wumme, Bolt Action. Nice. Das ist richtig gut. Heiliger Scheiß. Okay, Freunde. Haben wir noch eine schöne Waffe abgestaubt. So, jetzt lassen wir erstmal ein bisschen was am Lager liegen, ne? Können wir ein paar Sachen abgeben. Wir haben ja so viel Stuff jetzt am Start. Hätte ich noch was benötigt? Ein guter Gin? Oder ist auch nicht mehr so viel los hier? Well, I think it's time for this. What do you think of the place? I don't know. So far, it seems okay, I guess. I think that there is rich pickings for some carpetbaggers like us. Huh. Is that what we are, is it? Avenging your father's death after 30 years? There's gold, Arthur. Gold. If you say so. So, Five Finger haben wir schon oft genug gespielt. Ah, gucken wir mal hier. Oh, die Fische. Es sind zum Glück noch haltbar. Man kann sie komplett haben. Bisonhorn? Na, wer weiß, wozu wir das noch gebrauchen. Erstklassiges Rindfleisch kriegt dann Schnitzel. Suffering just seemed ridiculous. Now I had real suffering, and I lost everything, my vocation, my faith, my family. Thank you, Arthur. And but for Dutch and you poor people, I would have lost this big tall bastard. Mr. Morgan! Mr. Morgan! Mr. Pearson? Quite a country. Quite a country. You know, sometimes I'm glad I left the Navy. Too many men. Too many men. This world? Far more genteel, huh? I never figured running in a bunch of outlaws would be the genteel option. Well, I've seen things, sir. I've seen terrible things. Okay, Mr. Pearson. Solange du uns keine terrible things ins Essen packst, dann ist gut. Wir können mal probieren. Ah, ein bisschen Eintopf mal zwischendurch. Wir können uns doch eigentlich mal wieder rasieren, oder? Sagt ihr rasieren oder nicht rasieren? Lasst es mich wissen. In der Zeit bringe ich schon mal ein paar Sachen weg.
Wir spenden noch mal ein paar Sachen, die wir eh über haben, zuhauf. Da müssen wir aber auf kurz oder lang auch mal verkaufen gehen. Irgendwie eine Ortschaft oder so. Oh, jetzt geht's richtig los hier. Und wir leisten sogar noch einen richtig guten Beitrag. Warte mal ab hier. Oh, guck mal, was wir nämlich hier alles haben, ey. Meine Fresse. Okay. Spende jetzt mal mehr, ne? Kriegen da ja eh. Und dann können wir das Lager vielleicht auch noch mal ein bisschen verbessern. Das wird richtig viel wert sein, sage ich euch. Oh, das war richtig, was war schon. Ich würde gerne noch mehr spenden. Komm. Spenden noch mehr. Oh, guck mal, wie voll die Taschen jetzt werden von der Gang. Hm. Machen hier nochmal. Können sie auch haben. Den auch. Haben wir eh überall den Kram, ne? Ah, die goldene. Haben wir auch noch. Eheringe. Ohne Ende. Die ganzen verheirateten Männer, die wir umgenutzt haben, Leute. Das hier wollten wir. Ich muss mal unbedingt zum Typen, der uns die Sachen abnimmt, ey. Wir haben Goldbarren, schleppen wir die ganze Zeit auch mit rum und so. So, das ist doch mal top. Wir müssen mal verkaufen. Das bringt alles nichts. Dankeschön für den echt geilen Stream. Aber gerne, kleine Wölfin. Freut mich, dass du am Start warst. Arthur, wer steht da im Buch? So. Da können wir ja auch mal kommen. Da können wir jetzt mal gönnen. Mal ein bisschen wieder beim Arzneiwagen was auffüllen. Was war denn da los? Das gute Zeug. Richtige Abwechslung. Kautabak und Premium-Konserven. Ja, dann freuen sie sich aber wirklich. Komm. Denen geht's ja richtig gut, ey. Die leben ja wie die Marder im Speck. Also bezüglich des Bartes gehen die Meinungen ja wirklich sehr auseinander. Ein Bart muss ein Bart nicht rasieren, nicht rasieren. Wir können ja auch mal ein bisschen kürzer machen, den Bart vielleicht. Oder nur kürzen. Eigentlich müssen wir sagen, zwischen ab, nicht rasieren und kürzen. Das wären so die Punkte. So eine Pferdestation. Mehr zum Platz zum Anbeten wäre eine Hilfe. Ich finde den Hühnerstall super interessant. Den fand ich vorher interessant. Den wollte ich. Yeah, Gigeridu! Jetzt haben wir einen Hühnerstall. Da freuen sie sich, auch wenn das eine Huhn da ein bisschen komisch sitzt, aber okay. So, wenn es den Leuten jetzt nicht gut geht. Weiß ich aber auch nicht. Komm, weil wir so nett sind. Alles mal auffüllen hier. Muss nicht kaufen. Warum? Ist alles aufgefüllt, schon weil ich neu gekauft habe, ne? Na, dann ist ja top. Unterkunft, da können wir auch noch was machen. Touch will etwas gemütlicheres. 176. Na, machen wir auch mal. Komm. Wow. Jetzt geht's aber los hier. Cool. Arthur will eine Karte für bessere Planung von Reisen. So, das reicht jetzt erstmal. Können hier noch ein bisschen was weiteres spenden. Auch wenn das jetzt nicht so interessant ist. Hey! Wieder besoffen, Swanson? Like the waves of the bay of the Biscay. I began to tumble and roar. My face was as red as a lobster. I fell and broke my poor neck. Boah, ich kann's mir nicht mehr anhören. Ist okay.
Ja gut, ah, nee, nee, lass mich in Ruhe. Bist du wahnsinnig hier? Oh Gott. Okay, es reicht. So, ihr habt entschieden, wir sollen den Bart ein bisschen kürzen. Das ist scheinbar das Angesagte momentan. Heilige Scheiße, ist der anstrengend. Der Swans, nee, der alte Pokerspieler. Ah, gucken wir da mal. Da war das jetzt schon mittlerweile echt ein bisschen zu lang, oder? Okay. Der geht noch viel länger, ne? Guck mal, wie lang der werden kann. Oder wir lassen den einfach mal ganz lang wachsen, soweit es geht. Wäre eigentlich auch mal ein lustiges Experiment, den einfach nur wachsen zu lassen, ne? Da haben wir nachher so voll den Megabart wahrscheinlich. Ach so, wäre eigentlich ganz gut, ne? Die Haare finde ich nicht schlecht. Lass den Bart mal. Ja? Was sollen wir den mal lassen? Okay, komm, wir lassen den einfach mal dran. Wir lassen den einfach mal dran. Bis zum Bauchnabel soll der gehen, genau. Schön. Freunde, Freunde, Freunde. 3 Tage Bart. Zu wenig. Ihr seid lustig. Ja, gucken wir mal. Also noch geht der ja auch, ne? Noch ist das so ein... Ja, haben mit Sicherheit voll viele Läuse drin gehabt damals, die Leute. Kann ich mir auch gut vorstellen. So, hier ist alles okay. Und ich würde sagen, können wir einen Blick... Ach, guck mal. Ein Käffchen. Käffchen gewinnt. Auch wenn ich selber nicht so gern Kaffee trinke, aber... Das tut ihm bestimmt ganz gut. Hier. Kann man schon mal sowas Schönes hier haben, ne? Entspannt. Noch ein bisschen, komm. Noch ein Schlückchen kann er sich gönnen. Na. Da haben wir viel erledigt, so drumherum, ne? Und ich würde mal sagen, da mache ich hier mal ein kleines Päuschen vom Livestream und von der Folge dementsprechend auch. Und es hat mir wieder viel, viel Spaß mit euch gemacht. Dankeschön für den Support hier. Und war lustig auch mit euch im Chat hier. Wir lassen uns den Bart wachsen wie der Weihnachtsmann. Mal sehen. Probieren wir das mal aus. Ihr könnt ja auch gerne bei YouTube mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das empfindet. Kein Bart, Bart. Boah, das sieht auch nice aus, oder? So, und ich werde aber nachher wahrscheinlich zurückkommen, weil heute ist tatsächlich die Fallout Beta am Start. Und dann werden wir später da eine Runde zocken, wenn ihr denn Bock drauf habt. Und ansonsten sehen wir uns voraussichtlich morgen wieder bei der nächsten Episode oder wann auch immer sie gerade kommt. Oder vielleicht ist sie auch schon da. Ich wünsche euch viel Spaß, noch einen super Abend und wir sehen uns dann später hoffentlich wieder. Vielen, vielen Dank und bis dahin.